Internationale Pferderennen auf dem Rosslier Zweierfeld, 65. Ausgabe, 2. Oktober. Fast eine Woche lang vorher hat es geregnet und dann hat sich Huna das Bild gezeigt. Man war im Zweifel, ob es überhaupt durchführen kann. Aber die Hunde, die hatten eine riesige Freude gehabt. Man hat es dann durchgeführt und eben die Freude ist sichtbar da. Auch bei den Kindern ist eine riesige Freude. Um 4'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind da gekommen und dann hat es aufgerissen. Also besser kann es gar nicht laufen. Der Entscheid war absolut richtig zu den Rennen. Und das ist der Start zum ersten Rennenpreis der Gemeinde Landquart. Die Spitze übernimmt erstmal Lorena. Feu de Bois noch etwas schneller jetzt. Innen Karia, die würde gerne schneller, aber Naomi Heller lässt das nicht zu. Erste von drei Tribünenpassagen im Preis der Gemeinde Langquart. Mit Feu de Bois an der Spitze, dann Lorena, außen galoppiert Atlantico, innen in grün mit rot ist es Karia, gefolgt von Jascarpone am Schluss des Feldes. Galoppiert Neyfei zusammen mit Cri de Lopez. Geht zum ersten Mal durch den Mainfelder Bogen mit unter dem Tempodiktat von Feu de Bois. Mit Cri de Lopez ganz außen, der hier jetzt abreißen lässt. Feu de Bois an der Spitze. Feu de Bois, Jascarpone ist der Angreifer. Feu de Bois, Jascarpone. Jascarpone geht heran. Jascarpone mit Sally Langard oder innen. Feu de Bois mit Clément Lheureux. Jascarpone oder Feu de Bois. Jascarpone mit Feu de Bois. Feu de Bois vor Jascarpone. Es gewinnt die Nummer 2 Feu de Bois mit Clément Lheureux. Auf dem zweiten Platz die 3 Jascarpone mit Sally Langhardt. Dritte die 7 Karia mit Naomi Heller. Vierte die 5 Lorena Tim Bürgin. Fünfte die 4 Neyfei mit Pablo Werder. Sechste die 1 Cri de Lope mit Julien Lemay. Und siebte die 6 Atlantico mit Carina Schneider. Das ist die Fanfare für die Sieger. Und die Sieger, das sind Feu de Bois und Clément Lheureux. Und Lheureux dürfte sie nach dem Ritt im Besitz von der Claudia Giorno, die auch ihres Zeichens als Trainerin zeichnet, in der bekannten weiß-roten Farbe. Feu de Bois und Clément Lheureux. Die Pferde gehen hinter den Startwagen. Startwagen nimmt die Pferde in Empfang, beschleunigt und wird den Start dann in der Zielgerade freigeben. Allerletzte Gelegenheit für eine Wette in diesem Rennen. Hier erwischt Ronin den Start. Nicht gut, Ronin ist im Galopp. Ronin, der zweite Favorit, ist immer noch im Galopp. Und das war nicht schön für Destro Fern, der da einiges am Boden verliert. Und Ronin ist bereits aus dem Rennen, denke ich mal. Ich befürchte es für ihn. Vorne übernimmt erstmal Holdista die Spitze vor Hey Soul Sister, gefolgt von der Nummer 4 Hyperclass. Im Rücken von Pauline Dave ist es Hey Soul Sister mit Heiner Bracher. Dann folgt außen aufrückend Hyperclass mit Raphael Treno. Evelyn Hirtlauer dann fünfter Position mit Anton Poelert und Gabriela Schulte. Die Pferde kommen gleich aus dem letzten Bogen, unverändert. Die Spitzenposition außen Fortuna Fighter, innen Holdista. Holdista innen macht jetzt ernst. Holdista mit Pauline Dave geht auf und davon. Innen versucht Hey Soul Sister nochmal anzugreifen. Hey Soul Sister wird schnell. Vorne ist Holdista. Hey Soul Sister an zweiter Position. Vorne ist aber Holdista mit Pauline Dave. Die kann sich umschauen. Angereist aus der Westschweiz und die gewinnt hier. An zweiter Stelle ist es Hey Soul Sister. Ihr bestes Karriereresultat zeigt, dann folgt die Nummer 7 Fortuna Fighter, Hyperclass die Favoritin, nur vierte, dann Anton Poelert, gefolgt von der Nummer 8 Destro Fern und dem leider am Start fehlerhaften Ronny. Und Preise sind gestiftet vom Kanton St. Gallen, Ehrenpreis der Fahrerin Pauline Dave von Horsland Felix Bühler AG in Bad Ragaz und Imkerhof in Maienfeld. Der Besitzerin, das ist Écurie Piget. Er wird von Fleischtrocknerei Kurwalder gestiftet aus Langquart und Wiegut Pola in Maienfeld. Ehrenpreis Trainer, das ist Pauline Dave selber. Und sie kriegt den Preis von Fonsalis AG Weihhandlung in Langquart. Blumen, auch hier gestiftet von Hotel Heidihof Maienfeld, Hans-Jörg Minder, Montana AG, Immobilien und Finanzen und Willi Mutzner. Herzlichen Dank und wie immer Champagner Laurent Perrier für die Flasche Champagner. Danke an dieser Stelle am Kanton St. Gallen. Und mit dem schönen Bild vom ersten Sieger bei der Traber heute, Holdista und Pauline Dave.
Félicitations encore et à la prochaine. Merci beaucoup. Rudi, tief baden, tief schnaufen, nach einer Zitterpartie gewesen, das muss man nicht durchführen. Das war wirklich so gewesen. Gestern Abend haben wir noch nicht daran gedacht, dass wir heute könnten Rennen durchführen. Ich muss jetzt sagen, das Rosswied ist wieder uns gut gekommen. Das Wasser, das gekommen ist, ist einfach abgerunnen, ist versickert. Und wir haben beste Verhältnisse jetzt. Es ist nicht einmal ein tiefer Boden. Das ist eigentlich das Verrückte an der ganzen Geschichte. Ist ja fast besser, als wenn es extrem trocken ist, gell? Ja, natürlich. Es ist für Dinge, für Tiere ist es natürlich einfacher und besser und natürlich gesünder. Es können auch weniger Unfälle passieren, logischerweise. Und einmal mehr ein Haufen Leute trotzdem Wetter. Aber es kommt langsam, gell? Ich bin eigentlich angenehm überrascht, dass so viele noch den Weg da rauf gefunden haben, weil man hätte mal gehört, dass vielleicht nicht stattfinden tut. Und trotzdem, die Eingefleischten, wie immer, sind einfach da. Und das ist etwas Grossartiges. Es läuft nicht in den Haaren, aber es kommt ein Föhn. Es bleibt, hä? Ja, ich hoffe, dass der Föhn weiterhin bläst. Dann lässt er das Wasser im Unterland. Aber gleich einen grossen Anspruch natürlich auch an die, die parkieren müssen, überwachen. Also, ihr müsst euch dann entlang von der Straße parkieren und so weiter. Das ist auch schwierig, oder? Nimm mir an, logistisch. Ja, es ist immer gefährlich, wenn wir am ersten Sonntag den Parkplatz schon malträtieren, sage ich es mal so. Nein, und darum haben wir gesagt, haben wir uns entschieden, dass wir draußen parkieren. Ich hoffe, dass am nächsten Sonntag schön ist und dann kann das alles abgehen wie bis anhin. Also rundum zufrieden? Im Moment bin ich wirklich zufrieden, happy. Die ersten Rennen sind jetzt über die Bühne, ist gut gelaufen und ich hoffe, dass das so weitergeht. Das ist der Start zum dritten Rennenpreis von Calander Wind und Duet. Carp Ocean springt sich wieder an Alba vorbei und wird sofort wieder zurückgenommen von Raphael Mayer. Maueraufsprung, Wendung nach rechts und gleich wieder hier runter gegen den Wassergraben vor die Tribüne. Mit wer erwischt diese Wendung am besten? Vorne ist Galant Duchesne. Und da versucht Raphael Mayer innen ganz eng zu wenden, hat hier Tempo gespart, vorne ist aber immer noch Kraft gespart, vorne ist immer noch Jürg Langmeier und der macht jetzt ernst gegen den Wassergraben. Mit Galant Duchesne, Gordon Pehm an zweiter Position, dann ist Alba da und an vierter Position. Da muss Raphael Mayer das Gleichgewicht suchen, er hat es wieder und er ist noch mit dabei. Vorne aber jetzt die beiden Langmeier-Schützlinge und die machen jetzt Dampf gegen, das sind nur noch fünf Hindernisse mit der Jagdhürde als nächstes. Gordon Pym jetzt innen, Galant Duchesne außen, hoch gegen den Baumstamm, Pappelsprung als Einsprung, Holzbrunnen, Aussprung, Jeninser und Rudi Günthertecke. Jetzt wird es ernst und alle vier haben noch Chancen auf den Sieg. Vorne ist Galant Duchesne an zweiter Position, ein kleiner, nicht ganz so guter Sprung. Carp Ocean ist aber noch mit dabei, sucht jetzt auch Carp Ocean eine bessere Position zu finden. Carp Ocean geht in Front, Carp Ocean mit Gordon Pym, jetzt ist er vorne. Gordon Pym an zweiter Stelle, der sieht hier sehr gut aus, noch ein Hindernis. Mit Carp Ocean vor Gordon Pym. Carp Ocean oder Gordon Pym, gibt das den ersten Sieg für den Pro-Hindernis-Racing-Club? Jetzt kommt noch Galant Duchesne. Aber vorne ist hier Carp Ocean, jetzt kommt Gordon Pym. Gordon Pym oder Carp Ocean. Carp Ocean gewinnt mit Raphael Mayer. Auf dem zweiten Platz Gordon Pym, dann folgt die Nummer 2, Galant Duchesne und dann Alba. Komm, ich laufe gut, gell? Bis jetzt läuft es mega gut. Die Sonne haben wir auch hier bei uns in Meierfeld. Alles wunderbar. Super Bedingungen für die Pferdreiter und auch die Fahrer. Und die Zuschauer, die Stimmung ist bis jetzt sensationell. Rennen Nummer 3, krass. Hast du gerade weggewonnen? Oder bist du so rumgekommen von lauter Freude? Ich habe leider keine Zeit zum Wetten. Schade. Ich muss schreiben. Aber es ist erstaunlich, gell? Jürg Langmeier zuerst immer voraus und dann hat er gleich verloren. Ist eigentlich ja, ein bisschen speziell, weil meistens, wenn er so vorne kann Tempo machen kann, macht er es auch bis zum Schluss. Das sind natürlich lange Strecken und da braucht es extreme Ausdauer von Pferd und Reiter. Und eben, wie der Speaker auch gesagt hat, die entscheidenden Sprünge kommen relativ am Schluss in der zweiten Hälfte und sind matchentscheidend sozusagen. Und das war auch jetzt in dem Rennen so gewesen. Und Sieger heißen Carp Ocean, Raphael Mayer.
Félicitations, Raphaël. Très belle course. Aus im Besitz vom Pro Hindernis Racing Club und trainiert von der Isabel Klein. Das Pferd von dem neu gegründeten Club Cup Ocean. Und spektakulär auch der Ritter Raphaël Mailleur, wo sich da sensationell gerettet hat über den Wassergraben. Perfekter Ritt, gut gemacht. Très bien fait. Très bien fait, eindeutig auch von der Organisation her. Denn Mittagspause nach 3 Rennen, 9 Rennen sind sie insgesamt gewesen. Vieles ist überdacht gewesen, im Fall, dass es dann gleich sollte regnen, aber es hat dann wirklich überhaupt nicht mehr geregnet, es hat immer mehr aufgetan. Zuschauerinnen und Zuschauer sind zufrieden gewesen. Kurze Kolonne, schnelle Logistik. Möglichkeiten bei den Wetter natürlich auch immer interessant. Sicherheit war gewährleistet gewesen. Kinderfreundlich ist das Ganze weiter zu den Rennen. In 2 Minuten ist losgegangen. Zum Start à peu près 2 Minuten jusqu'au départ de la 4. Das ist der Start zum 4. Rennenpreis der Grützer Fleischhandel AG Langwart. Und Charriard übernimmt die Spitze mit den Scheuklappen. Julien Lumet macht hier gleich Dampf. 2, 3 Längen dahinter folgt Singleton, dann Sir Vulcano mit Valet des Fleurs an zweitletzter und Otto an letzter Stelle. In zügiger Fahrt in den Bogen. Jetzt kommt Valet des Fleurs. Singleton vor Valet des Fleurs. Valet des Fleurs geht richtig gut. Valet des Fleurs geht an Singleton ran und vorbei. Valet des Fleurs und außen kommt Otto. Valet des Fleurs mit Otto. Otto wird immer schneller. Otto, 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 Otto gewinnt. Otto vor Valet des Fleurs. Otto gewinnt vor Valet des Fleurs, dann Singleton. Otto, wir haben ihn im Führing auch erwähnt. Das Pferd, für wo das erste Mal über so eine Distanz gelaufen ist. Und im Schalk in den Augen von der Naomi hat man gesehen, dass die schon einen Plan haben. Und den Plan haben sie umgesetzt. Und darum ist das jetzt der Moment. Das sind Otto und Naomi Heller. Mit einem super Ritt. Muss man sagen, und mit einem Finish, wo keiner hätte können widerstehen von den Favoriten. Und das hat man ja vermutet bei einem Sprinter oder das Pferd über kurze Distanzen, dass er gefährlich wird, wenn er dann bis in Einlauf so kommt. Cool gemacht, super geritten und ein tolles Pferd, das über diese Distanz eindrücklich realisiert hat. Das Startfahrzeug hat die Pferde in Empfang genommen. Der Favorit ganz innen mit dem grünen Dress, daneben Bombastic Dumel mit dem blauen Dress. Die beiden starten schnell, die anderen nicht sonderlich. Oder doch ganz außen noch Cora du Châtelet, ebenfalls mit einem sehr guten Start zum 5. Rennenpreis des Kantons St. Gallen. 14th of July übernimmt die Spitze, Bombastic Dumel ist Zweiter. Cora du Châtelet wird an dritter Position an die Innenseite dirigiert und Baron Derpet an vierter Position. Bombastic Dumel versucht alles hier dran zu bleiben, aber ich denke mal, Hedy Schlatter, die kann sich hier bereit machen für die Siegerehrung, denn Jean-Bernard Matte hat hier alles im Griff mit 14th of July an zweiter Position. Bombastic Dumel, der ist ebenso ungefähr für den zweiten Platz. Ja, das ist mal ein Start-Zielsieg mit 14th of July und Jean-Bernard Matte, Sie dürfen applaudieren, der gewinnt hier im Spaziermodus, als würde er im Kinosessel sitzen. 14th of July, auf dem zweiten Platz wird es noch ganz eng. Baron Derpet schlägt hier noch vom Bombastic Dumel um Rang 2. Die Sieger begrüßen wir hier auf der Bahn 14th of July und Jean-Bernard Matte. Was für ein Rennen. Super gemacht. Très bien fait. Félicitations Jean-Bernard. Das war ein, ja, mehr als ein Husarenstreich. Startzielsieg von 14th of July. Mit Jean-Bernard Matte. Das Pferd steht im Besitz von Hedy Schlatter und sie strahlt. Ja, Hedy, ja, in der weltbekannten Farbe. Hedy Schlatter, auch in Sachen Pferd, immer wieder für eine Überraschung gut. Sie bringt immer wieder einen auf die Bahn, der eben so etwas kann heimbringen. Hedy, hast du zugeschaut, das Rennen, oder hast du weggeschaut, wo du siehst? Ich habe von Anfang an zugeschaut und habe gehofft, ich gewinne wieder. Tust du auch wetten? Ja. Hast du auf dein Pferd wie viel gewettet heute? 100 Stutz.
100 Stutz. Gut, Hedi, du weißt natürlich, dass es so einem Favoritensieg nicht viel gibt, aber immerhin, es liegt etwas drin da im fantastischen Catering auf dem Roslied. Gratuliere, Hedi, immer wieder schön deine Pferde zu begrüßen und natürlich, wenn sie als Sieger von der Bahn gehen, noch mehr. Rudi Niederer, OK-Präsident, wie war die Stimmung vor 3 Tagen hier im Maienfeld? Bei dir persönlich? Sehr tief. Nein, es ist natürlich so, dass wenn es regnet, ist man noch nicht in Hochstimmung. Es hat auch die letzte Nacht geregnet, habe nicht viel geschlafen. Heute sind so viele Leute wieder gekommen, auch wenn es nicht so schön ist auf der Aussenbahn. Ich finde es fantastisch. Herzlichen Dank, ihr lieben Leute. Und Start zum 6. Rennen, Preis der Allianz Kur Thomas M. Bergamin. Das Feld formiert sich. Secret hat einen guten Start erwischt, geht vorne, dann ist Garde Royal zur Stelle, außen Fleur d'Ipanema, dann im blauen Dress Alacon und ebenfalls in hinteren Regionen noch Scappato. 2650 Meter, erste von 3 Tribünenpassagen, Secret in Front, außen Fleur d'Ipanema, innen im Rücken von Secret galoppiert Garde Royal, in dessen Rücken Alacon und neben Alacon an letzter Position im Moment Scappato. Fleur d'Ipanema ist vorn, Scappato versucht anzugreifen und innen kommt jetzt Garde Royal. Fleur d'Ipanema mit Scappato, Garde Royal innen, Scappato oder Fleur d'Ipanema und Garde Royal ist innen. Garde Royal wird immer schneller, Garde Royal oder Fleur d'Ipanema, Garde Royal, Fleur d'Ipanema, Garde Royal. Mit Clément Leroux vor Fleur d'Ipanema, dann Scappato, dann Secret und Alacon. Und Sieger heißen Garde Royal und Clément Leroux. Und zum Zweiten, der zweite Sieg vom heutigen Tag und demzufolge auch für Trainerin Claudia Schorno. Sie ist auch Besitzerin von dem Pferd. Dass sie ihn nicht noch selber reitet, ist ein Wunder. Die Pferde kommen heran. Eleganza soll hinten gehen und das sieht jetzt ziemlich nach Start aus in diesem 7. Rennenpreis des Kantons Graubünden. Fuderev in Front, Restaurant Grünwaldhecke, das nächste Hindernis mit Tolstaya und Fuderev. Die beiden Schimmel in Front. Kerlas ist Dritter, geht jetzt innen durch wieder an zweite Stelle. Fuderev bleibt vorne. Erdwallhecke, Jagdhürde im Bogen wieder vor die Hürde vor der Tribüne und dann geht es dann irgendwann mal in die Diagonale und nach Hause. Tolstaya außen, Fuderev in der Mitte und Kerlas Jürg Langmeier wie fast immer auf dem kürzesten Weg. Dann folgt My First Moon und im Rücken von My First Moon galoppiert Eleganza. Über die Hürde mit Tolstaya, Fuderev, dann Kerlas, My First Moon und Eleganza. Über die Hürde, nicht über die Hürde natürlich, sondern über den Rudi Günthardt-Hecke, das ist dann der Einlaufsprung am Schluss. Und dann geht's über den Jeninter, dann die Wendung nach links in die Diagonale und gegen den Wassergraben. Triple Hecke in der Diagonale, dann der Wassergraben. Und jetzt geht Jürg Langmeier in Front. Jürg Langmeier mit Kerlas ist vorne, innen auf der linken Seite Fuderev, der Herr Ondra Velek dagegen. Dann Tolstaya und jetzt ist auch Eleganza zur Stelle. My First Moon muss schauen, dass sie hier dranbleiben kann. Noch 5 Hindernisse, die Jagdhürde im Bogen mit Fuderev, der den Angriff von Kerlas abgewehrt hat. Tolstaya ist an zweiter Stelle. Eleganza, die noch gar nichts gemacht hat, ist dritte. Kerlas ist ebenfalls da und My First Moon hat den Anschluss für den Moment verloren. Der nächste Grüne mit Fuderev, der hier hervorragend geht. An zweiter Stelle ist Eleganza, die hat jetzt einen sehr guten Endspurt. Dann ist Kerlas da und auch Tolstaya. Das drittletzte Hindernis, My First Moon ist fünfte. Vorne Fuderev gegen den zweitletzten, den Jeninser. Fuderev vor Eleganza. Dann folgt Kerlas und Tolstaya. Das letzte Hindernis, Rudi Günthardt-Hecke, der Einlaufsprung mit Eleganza, die jetzt dann gleich Fuderev angreifen wird. Fuderev innen, Eleganza außen und Eleganza kommt und Eleganza geht vorbei. Eleganza mit Fuderev, der kontert. Fuderev kontert, der geht hier nach Hause. Ondra Velek mit Fuderev. Eleganza hat es nicht durchgezogen. Dann folgt, oi, die waren da ganz eng am Schluss. Kerlas, dann My First Moon, die am Schluss noch gut aufkam
Aber der Sieg, der geht an Fuderev. Da habe ich mich getäuscht. Der sah aus, wie wenn er geschlagen wäre. Aber Ondra Velik, der hat das Rennen hervorragend eingeteilt. Engadiner Sieg, Fuderev mit Ondra Velik für den Stall Forz Agricola. Cedisch. Surprise. Ist Surprise. Ma questa vava schon ce le pubblici. Ce le sue pubblici, ma sei certo. Was ist wiss? Ja. Araco, Cebel. Patrick Casti. Casti Junior. Überrascht, hat er gesagt, dass er so gut geht, haben sie nicht gedacht. Wir wussten, dass er ein gutes Pferd ist, ja. Aber dass er so gut geht, ist überraschend gegen ein starkes Feld. Und der Peppi Stadelmann muss auch Romanisch noch lernen. Ich frage jetzt etwas auf Romanisch, Peppi. Der Trainer vom Fuderhäfen. Was für ein schönes Bild. Die Sieger vor den Tribünen. Fuderhäfen und André Velik. Im Besitz von Stall Forza Agricola mit der Familie Casti und trainiert von Peppi Stadelmann. Duri, Vena Kotü, Vena. Ah, was er wieder spielen kann, Peppi. Peppi, tut in Norden. Wie bitte? Ist alles gut? Ja, wenn man gewinnt, so gewinnt, alles gut, ja. Hast du das, wir haben es vorher vom Junior Casti gehört, nicht erwartet? Wie war es bei dir gewesen? Die Erwartungen schon da, oder? Erwartungen sind immer da, aber wenn man natürlich sieht, dass das Ross ein Jahr nicht mehr gelaufen ist, außer in Aarau vor 3 Wochen ist das Flachrennen gelaufen mit dem Hufproblem, das ich das Hufbeinbruch hatte vor einem guten Jahr und sozusagen fast ein Jahr in der Boxen gestanden, nicht trainiert und nach dieser Zeit schon wieder top ist, ist wahnsinnig. Alles richtig gemacht. Wo ist der Duri? Kannst du reden, Duri? Und? So deine Emotionen von dem, während dem Rennen erzählen ein bisschen. Ja, es ist natürlich hervorragend, wenn man so ein gutes Ross hat und immer schön vorne galoppiert. Wobei, er ist eben schon eine Weile nicht mehr rennen gelaufen. Aber wir haben gewusst, dass er super Pferd ist. Und das hat er jetzt auch bestätigt. Hast du das Rennen überhaupt geschaut? Ich habe das Gefühl gehabt, du tanzest da drinnen umeinander, wenn ein Jungs faulen da. Nicht einmal, nein, also ein bisschen rum bin ich schon, aber genau können verfolgen und schauen und es war fantastisch schön gewesen. Schöner Ritt, alles richtig gemacht, auch vom Trainer und auch von euch in der Vorbereitung. Im Preis des Kantons Graubünden, Vertreter vom Grossrat Roman Hug, herzlichen Dank an dieser Stelle für das Engagement auch am Kanton Graubünden in dem Jagdtrainer. Und die Preis, Ehrenpreis für Reiter, Besitzer und Trainer sind gestiftet von Christian Kaveng, Transporte, Horstlein, Felix Bühler AG, Anatina Pelizzati, Weinbau in Jenins und Fleischtrocknerei Kurwalden. Mann, die haben ja bald nichts mehr im Laden dort. Fleischtrocknerei Kurwalden in Langquart. Ehrenpreis am Trainer, Peppi Stadelmann gestiftet von Röver und Rüb in Meierfeld und Blumen vom Restaurant Hotel Heidihof in Meierfeld, Hans-Jörg Minder, Montana AG Immobilienfinanzen Meierfeld von Willi Mutzner. Champagner für Champagne Laurent Perrier, herzlichen Dank. Und die Siegerdecke gestiftet von Röver und Rüb in Meierfeld. Und wir verabschieden das Pferd im romanischen Besitz von der Bahn Fuderhefe und André Velik. Che bella, bella corsa. Das Startfahrzeug beschleunigt, gibt den Start in diesem Moment frei. Start zum 8. Rennen, Preis der Medienfamilie Südostschweizer. Der Favorit übernimmt gleich die Spitze, Everlasting Love, in dessen Rücken Coq d'Avron ideal positioniert, dann Adax du Vivier außen, gefolgt von Boogie Danover und Diva du Fosse ist für den Moment mal am Schluss. Boogie Danover ist an 4. Position, 2. von 3 Tribünenpassagen. Coq d'Avron greift an und übernimmt die Spitze. Und der Weg, der wird dann doch weit. Sie schaut sich um, Gabriela Schultes. Ja, die anderen sind noch nicht weg. Das wird eine lange Zielgerade für Gabriela Schultes, die in Front ist mit Coq d'Avron. Jetzt kommt Boogie Danover, Adax du Vivier versucht ebenfalls noch anzugreifen und Boogie Danover wird richtig schnell. Es wird lange für Coq d'Avron. Boogie Danover geht an die Spitze, außen kommt noch Everlasting Love, der Favorit. Aber Boogie Danover mit Durchzuna Herren, die gewinnt hier vor Everlasting Love. Dann auf dem 3. Platz vielleicht noch Coq d'Avron, Adax du Vivier und Diva du Fosse. Die ist in Form, die Ursula Herren. Boogie Danover mit Ursula Herren. Eine tolle Fahrt, hat die anderen machen lassen und kam im richtigen Moment dann nach vorne. Und die Sieger heißen Boogie Danover und Ursula Herren. Ja, und vorher haben wir 2 Jungs gesagt, die haben auf den gewettet. Warum? Weil er einen coolen Namen hat. So, gut gelaufen ist er auch noch.
Bugi dann aber im Besitz und auch trainiert von der Ursula Herren, der Fahrerin selber. Also eine tolle Allianz auch da. Und wenn man als Pferdeführer den Jean-Bernard Matte hat, dann kann nichts mehr schieflaufen. Was war so dein Eindruck von dem Rennen? Ja, es ist wie immer ein spannendes Rennen. Es ist ein eindrückliches Rennen. Und gestern hatte ich das Gefühl, das finde ich gar nicht statt. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute alle da stehen. Dann erst noch bei Sonnenschein, gerade bei eurem Rennen auch, macht noch mehr Spass. Also dann höre ich da raus, dass mit Pferd sonst nicht so viel am Hut ist. Nein, meine unsere Tochter hat mit Pferd viel am Hut, aber wir nicht erst. Umso erfreulicher das Engagement denn für das Pferderennen vom Medienhaus Südostschweiz. Herzlichen Dank, Susanne Löbermann und André Renkli, für das tolle Engagement. Und die Aktiven haben sich genauso bedankt wie unser Publikum bei euch. Grazie, Fitsch. Ein grossartiger Rennsonntag. Und immer dann, wenn es so anfängt, die Stangen wegen, dann ist es Zeit für einen Grosspreis von der Stadt Maienfeld. 5400 Meter Cross Country. Wirklich das schwerste und das längste Rennen von der ganzen Schweiz. In dieser super Arena mit Blick auf die Wälder, auf Jenins und so weiter. Ja, man muss es selber erleben. Am nächsten Sonntag haben wir noch mal Zeit. Das ist also am 9. Oktober. Und wie gesagt, immer wieder mal. Es war die 65. Austragung gewesen. Und man sieht, wie gross Begeisterung für das Rennen ist hier in Maienfeld. Und jetzt zum Cross Country, wo wir euch auch gekürzt zeigen. Allerletzte Chance für eine Wette am heutigen Tag. Die Pferde kommen heran, das Gummiband ist gespannt und niemand will gehen. Jürg Langmeier schaut seine Gegner an, sie schauen ihn an und deshalb geht Jürg Langmeier in ganz gemütlichem Tempo los. Jürg Langmeier führt mit Alquarto, dahinter Contre Tous in ganz gemütlichem Tempo. Taniar an dritter, vierter Stelle zusammen mit Pomar und Etoile de Verne. Er wollte eben nicht vorne gehen, aber der Weg ist ja noch weit und wenn er so langsam geht, dann wird irgendwann wird einer dann kommen. Mauerhecke, Rudi Günthardt-Hecke, das erste Hindernis mit Alquarto vor Contre Tous, dann Taniar mit Pomar und Etoile de Verne. Das zweite Hindernis ist der Jeninser, dann geht es hoch zum Tal du Breton und dann der Pappelsprung. Mit Alquarto in gemächlichem Tempo, im Normalfall geht das etwa 8 Minuten, wenn sie so weiter galoppieren, sind es dann eher 9. Vorne ist Alquarto, wir haben ja Zeit, wir sind ohnehin hier. Der Jeninser mit Alquarto vor Contre Tous und jetzt übernimmt André Velek die Spitze mit Contre Tous, solange mag der nicht langsam vorne gehen. Das ist also so ein bisschen wie Schachspielen, Jürg Langmeier, der hat hier gut gepokert. Tal du Breton, das dritte Hindernis mit Contre Tous vor Alquarto. Dann folgt Pomar mit Etoile de Verne an letzter Stelle. Daniar ist ebenfalls mit dabei. Runter zum Pappelsprung und dann zum Restaurant Grünwald-Hecke mit Contre Tous. 3-4 Längen vor Alquarto in nicht allzu schnellem Tempo. Dann folgt Pomar, dann Daniar und am Schluss des Feldes Etoile de Verne. Restaurant Grünwald-Hecke mit Contre Tous, der einen heftigen Bremser hier einlegt. Alquarto an zweiter Position, dann Taniar, der wieder zurückgenommen wird, Pomar und Etoile de Verne. Runter zur Jagdhürde, das sechste von 34 Hindernissen und dann zum ersten Mal vor der Tribüne vorbei und über den Tribünensprung mit Contre Tous. An zweiter Position ist es Alquarto. Das gibt's nicht, da ist Contre Tous, wird reiterlos, nur zwei Pferde noch im Rennen. Alquarto versucht nachzureiten, Jürg Langmeier. Aber vorne sind erstmal zwei weg. Das sind Daniar und Etoile de Verne. Jürg Langmeier auf der Verfolgung, der kommt da wieder ran, weil die wollen gar nicht alleine gehen. Ebenfalls Pomar auf der Verfolgung. Der Tribünensprung. Vorne ist Daniar mit Etoile de Verne und die warten da ganz nett auf Alquarto. Auch Pomar ist noch mit dran. Contre Tous, der bei der Erdwallhecke gestoppt hat und die anderen zum Teil mit ins Verderben genommen hat. Alquarto hat den Anschluss wieder gefunden und das dürfte nicht allzu viel Kraft gekostet haben. Auch Pomar kommt mit Riesenschritten wieder heran. Einzig Etoile de Verne, die ist an der Spitze, aber einzig Contre Tous, der ist nicht mehr mit dabei. Hoch zum Holzbrunnen, dann Koppelrick des Zweckverbands Falknis, das 10. Hindernis jetzt. Vorne ist jetzt Daniar mit Etoile de Verne, dann Alquarto und Pomar. Das sind die vier Kandidaten, die noch im Rennen sind. Mit Daniar, der führt.
Koppelrick, dann Baumstamm mit der Landung etwas tiefer als der Absprung. Vorne ist Daniar. Mit Al Quarto an zweiter Position, dann folgt Etoile de Verne, dann Pumar. So kommt das Feld jetzt dann über die Erdwallhecke. Und dann gleich die Wendung nach links, von der Tribüne aus gesehen nach rechts, über den Holzsprung Tamina Forst. Die Wendung dann gleich nach rechts, vorne ist Daniar. Al Quarto, der die Wendung viel besser erwischt als Daniar, der vom ersten auf den letzten Platz zurückfällt. Holzsprung Tamina Forst mit Al Quarto in Front, dann Etoile de Verne, gefolgt von Pomar, und Daniar ist jetzt wieder Letzter. Über den Käppeli-Wall zum ersten von drei Malen, dann gleich die Wendung nach rechts von der Tribüne aus gesehen nach links. Al Quarto führt, Etoile de Verne ist Zweite, dann Daniar und Pomar. Am Ziel vorbei und nach rechts wieder gegen den Holzsprung Tamina Forst, Al Quarto vor Etoile de Verne. Dann folgt Daniar und Pomar, der stark in die Hand geht seines Reiters Julien Lemay gegen den Holzsprung. Das 14. von 34 Hindernissen, dann der Maueraufsprung und hoch zum Pappelsprung. Der Maueraufsprung mit Al Quarto vor Etoile de Verne, dann folgt Daniar und Poma. Maueraufsprung, Al Quarto, Etoile de Verne, Daniar mit einem kleinen Fehler, aber sofort wieder dran, und Poma. Dann hoch gegen den Pappelsprung, das 18. Hindernis. Rennhälfte in Sachen Hindernissen ist erreicht. Al Quarto führt, Etoile de Verne ist Zweite, dann folgt Daniar mit Poma. Dalu Breton als nächstes, dann die Hürde der Käppeli-Wall, diesmal dann von der etwas schwierigeren Seite mit dem Quartett, das dicht beieinander ist. Mit Al Quarto in Front, Jürg Lammay, dahinter Michael Huber mit Etoile de Verne, dann folgt Romain Juliot mit Daniar und am Schluss Julien Lemay mit Pomar. Der Käppeli-Wall zum zweiten Mal, dann Jagdhürde im Bogen, Grünwaldhecke und der Mauer Tiefsprung dann. Jetzt aber zuerst mal der Käppeli-Wall. Zum zweiten von insgesamt drei Malen. Mit Al Quarto macht das gut. In zweiter Position Etoile de Verne, Daniar und dann Pomar. Mit gespitzten Ohren Al Quarto in Front. An zweiter Stelle Etoile de Verne, dann folgt Daniar und Pomar. Gegen die Erdwallhecke. 22. Hindernis. Dann Restaurant Grünwald, Hecke und gleich die Wendung nach rechts für den Mauer-Tiefsprung. Mit Al Quarto vor Etoile de Verne, dann Daniar und Pomar. Restaurant Grünwald, Hecke und eben dann die Wendung nach rechts für die Reiter. Al Quarto vor Etoile de Verne, dann Daniar und Pomar. Mauer-Absprung. Gut gemeistert. Und dann wieder der Holzsprung Tamina Forst. Mit Al Quarto vor Daniar, dann Etoile de Verne und Poma. Wendung vor die Tribüne und zum letzten Mal der Käppeli-Wall, das 26. von 34 Hindernissen. Es wird jetzt richtig spannend hier auf dem Rossried mit Al Quarto in Front. Dahinter Etoile de Verne, die würde gerne schneller gehen, aber Michael Huber wird noch warten mit dem Angriff. Dann folgt Daniar und Pomar, die sind allesamt noch nicht geschlagen. Einer dieser vier wird das Rennen gewinnen. So logisch es klingt, es wird unvorstellbar spannend. Die Hecke, die Hürde dort, dann die wichtige Wendung in die Diagonale und dann gegen den Wassergraben. Und jetzt macht Jürg Langmeier ernst. Jetzt lässt er Al Quarto schneller galoppieren. Und Daniar ist zur Stelle. Der passt hier ebenfalls auf. Vorne ist Al Quarto, wird jetzt angegriffen von Etoile de Verne und von Daniar. Etoile de Verne geht in Front. Jürg Langmeier sucht die Position, um den Wassergraben besser zu absolvieren. Vorne ist Daniar. Daniar ist vorne, Etoile de Verne ist Zweite. Al Quarto nur noch Dritter, aber dicht auf. Und dann kommt Pomar. Vorne ist jetzt Daniar mit Etoile de Verne. Al Quarto ist Dritter. Dann folgt Pomar. Es geht gegen
den Baumstamm wieder runter gegen den Englischen, der Jan Inser und die Rudi Günthardt-Hecke. Noch ist hier gar nichts passiert. Vorne ist Danjar, der macht jetzt hier Dampf. Danjar führt vor Etoile de Verne, Al Quarto an dritter Stelle. Und Pomar muss schauen, dass er dran bleibt. Vorne ist Etoile de Verne. Das kann sie so richtig schnell beschleunigen. Aber auch Danjar kann das. Danjar geht wieder in Front. Danjar vor Etoile de Verne und Al Quarto. Danjar, Etoile de Verne und Al Quarto. Jürg Langmeier geht innen durch wieder in Front. Er hat hier den kürzesten Weg gefunden mit Al Quarto vor dem zweitletzten Sprung. Kann er das durchziehen? Vorne ist Al Quarto, Danjar ist zur Stelle, Etoile de Verne ist zur Stelle und jetzt kommt auch Pomar noch in seinem letzten Rennen. Voiges geht gegen den letzten mit Al Quarto, der jetzt in Front ist. Mit Danjar ist an zweiter Position. Al Quarto mit Jürg Langmeier vor Danjar. Al Quarto ist vorne, aber Danjar kommt. Al Quarto mit Jürg Langmeier und das wird der Sieg für Al Quarto. Al Quarto mit Jürg Langmeier gewinnt vor Danjar, dann Pomar und dann Etoile de Verne. Aber es ist der Sieg für Al Quarto mit Jürg Langmeier. Was ist das für ein Tausendsassa? Dann ist das immer eine Riesenfreude bei allen Beteiligten. Und so auch beim Speaker, beim Markus, als Manager vom Stall Allegra Racing Club. Und darum kann ich jetzt das schon übernehmen, jetzt das Mikrofon sicher schon abgeben. Ja, super, super. Okay. Ja. Kurz zurückschauen, wir haben es gesehen, das Tempo vermutlich ein bisschen langsam gewesen. Auf dem Tribünensprung dort vorne, respektive auf dem grossen Sprung hinten dort, wo der Contretour stehen geblieben ist. Ein klein wenig Tempo würde ich jetzt einmal einschätzen. Und vielleicht ein bisschen schräg noch angekommen dazu. Und dann hat es zu einer Vollbremsung gelangt. Und der Pomar hat tolle Rennen gezeigt in seiner Karriere. Ganz grosse Rennen. Und heute mit einem dritten Rang in dem grössten Jagdrennen hat er gezeigt, was er kann. Immer noch kann. Der bald 12-jährige Pomar verabschieden wir hier in Maienfeld nach einer grossartigen Karriere. Jetzt geht es zu einer zweiten Karriere. Und jetzt kommen wir zu dem Moment im Preis von der Stadt Maienfeld, wo alle warten, Siegerehrung. Und das sind Sieger Al Quarto und Jürg Langmeier. Die Maienfelder Legende. Der 1,86 m, ich kann es nicht genug sagen, wo sich so klein machen kann und wieder fantastisch clever geritten ist. Mit dem Al Quarto aus dem Stall Allegra Racing Club, trainiert vom Ritter selber. Unglaublich. Kompliment, ganz toll gemacht und einmal mehr gezeigt. Mit dem Kopf dabei hast, dann geht es auf. Und das ist aufgegangen mit dem tollen Pferd Al Quarto. Im Preis der Stadt Maienfeld danken wir Heinz Dürrler. Als Stadtpräsident herzlichen Dank für das tolle Engagement. Und wir verabschieden den grossartigen Sieger Al Quarto mit dem Jürg Langmeier.